Zusammen. Jetzt mal ein deutsches Video von mir. Wie ihr sehen könnt, ihr habt den aktuellen Einspieler, den ich gebastelt habe, und direkt danach den alten Einspieler. Den habe ich damals 2012 gebastelt, als ich gerade mal 3-4 Monate hier in den Staaten war und mir gedacht habe, Mensch, machst du mal einen Vlog für die Freunde zu Hause, damit die sehen können, wo ich abgeblieben bin, was ich mache. Nie was draus geworden. Nun, 8 Jahre später, endlich der zweite Versuch, und wenn ihr das sehen könnt, habe ich es auch endlich geschafft, es hochzuladen, so eine Art Vlog zu machen, damit ihr, wenn ihr überhaupt noch interessiert seid, seht, wo ich abgeblieben bin und was ich gerade mache. Also ich bin Ende 2011 nach Seattle ausgewandert, von Hamburg, und habe dann bis 2017 in Seattle gewohnt oder in Tacoma gewohnt, und bin dann hier nach Phoenix gezogen. In Tacoma oder in Washington war es großartig. Hier in Arizona ist okay. Liegt aber einzig und allein daran, dass in Washington, im Pacific Northwest, waren wir ständig irgendwo unterwegs. Wir hatten Familie und Freunde da. Und wir waren am Pazifik, wir waren in den Bergen, wir waren permanent in der Stadt. Und hier in Phoenix sind wir wesentlich mehr am Arbeiten, als wir vorher waren. Phoenix selber ist groß, nicht unbedingt schön, ist ein Einheitsbrei, alles ist beige und grau, aber sobald man rauskommt aus der Stadt, ist es auch klasse. Du bist sofort im Wilden Westen, du bist in der Wüste hier, was ziemlich krass ist, hatte ich vorher auch noch nie, und sobald man sich mal ins Auto setzt und dann 2,5 Stunden nach Norden fährt, ist man in Flagstaff. Und da sieht es auf einmal wieder komplett anders aus. Da hat man wieder Nadelwälder, da hat man auch vier Jahreszeiten wieder. Eine Sache, die hier komplett weg ist, weil hier hast du eigentlich jeden Tag Sommer, Sonne, Sonnenschein, mal ein bisschen wärmer und manchmal sehr heiß. Ja, jetzt wie gesagt, viel am Malochen. Wir haben unsere Enkeltochter hier mit uns, die bei uns lebt. Und durch die derzeit Corona-Pandemie arbeite ich jetzt viel von zu Hause. Ich mache dieses Video direkt von meinem Arbeitsplatz aus. Und wenn alles gut läuft, kann ich den Arbeitsplatz von hier wieder nach Washington transferieren, damit wir wieder bei der Familie sind, was cool wäre. Im Moment natürlich, wir gehen nicht viel raus. Wir machen nur das Nötigste außerhalb unserer eigenen vier Wände, weil wir uns schützen wollen. Und ich glaube, ich werde demnächst mal einen Vlog machen oder eine Episode machen, wo ich dann wirklich so sagen kann, okay, wir nehmen mal so ein paar Abschnitte von dem, was ich mal gemacht habe, was mir so widerfahren ist. Und wenn ihr spezielle Fragen habt, lasst mich wissen, die kann ich dann alle hier beantworten. Am Ende von diesem Teil nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die sich permanent bei mir melden, die mich besucht haben, die einfach den Kontakt aufrechthalten. Sei es durch Messenger, Anrufe, ab und zu bei Facebook mal einen Kommentar dalassen. All das zeigt mir, dass ich wirklich gute Freunde in Deutschland habe. Und auf der anderen Seite, ich weiß genau, wenn ich nach Deutschland zurückkommen würde und da auf eine Party auflaufen würde, da würden mich auch alle dann umbringen und fragen, wie geht's dir, was ist es? Es ist so, als ob man nie weg gewesen wäre. Aber dennoch, für all die mal hier waren oder sich mal irgendwo gemeldet haben, ganz, ganz großes Dankeschön. Ich weiß, ich kann mich da in der Hinsicht noch verbessern. Aber deswegen gibt es jetzt ein paar Videos. Alles klar, Leute. Bis demnächst.